Hallo und herzlich willkommen zur 227. Folge von Project Unstable 6. Hi! Ich war jetzt mal ein bisschen im End unterwegs und habe mal ein bisschen Biotite nochmal gesammelt, damit ich nämlich die Laserlens noch machen kann, denn... Ah, ich habe noch eine übrig. Okay, ich habe sogar schon eine übrig. Okay, wann habe ich die... Wo hat denn das Biotite die Modifier. Genau, ich wollte noch vier Modifier machen. So. Jedenfalls, ich habe schon mal soweit alles vorbereitet, dass wir jetzt theoretisch gesehen unseren Void Ore Miner nochmal ein Tier upgraden können. Und zwar auf Tier 3. Mithilfe von Chironite. Und danach müssen wir auf Tier 4 noch, also noch ein Tier. Und dann kriegen wir die Ionite Crystal. Und dann müssen wir uns einfach nur mal ins End schwingen, müssen nochmal Elytra sammeln und dann ist okay. So. Alles klar. Im Endeffekt, wir brauchen nicht viel. Wir brauchen mal eine Lens, wir brauchen mal einen Diamond Block. Die Lens, kann ich die machen? Ah, ich habe noch eine rote Lens. Ich habe auch schon mal vorbereitet, also Chironite. Ihr seht, ich habe 6 Blöcke rausgenommen. Wir haben genug, damit ich 56 machen kann. Wir haben jetzt hier von den Structure. Habe ich nochmal 24 vorbereitet und wir brauchen. Moment, wir brauchen 56, das heißt, ich baue jetzt mal unsere bisherige ab. Ich werde auch mal unseren Void Ore Miner wegbauen, denn das Ding ist eigentlich soweit erstmal voll. Es verbraucht jetzt erstmal noch Strom, um noch irgendwelche Sachen zu produzieren, das brauchen wir aber nicht. Wir haben im Endeffekt wir haben Endstone, wir haben Sand, wir haben alles ein bisschen bekommen, auch Obsidian sogar, und wir haben vor allem 4 Stacks Mika bekommen. Die brauchen wir unbedingt, wenn wir da irgendwas bauen wollen damit. So, deswegen, wir bauen das erstmal komplett ab. Die Dinger sind schon Tier 2. Die 24, die ich da habe drinne, sind auch schon Tier 2. Ich muss die praktisch nur noch dann auf Tier 3 bringen. Das heißt, ich baue erstmal den Void Resource Miner weg. Ja, machen wir erstmal den weg. Dann kann ich nämlich die ganzen Sachen hier in eine Kiste packen. Und kann das schon mal beisammen lassen. Für den Fall, dass ich ihn nochmal aufbauen will. Und wenn nicht, dann ja. Kann ich die Sachen irgendwann zum Craften einfach nutzen. So. Ich will nur gerne das Zeug zusammen haben, dass ich dann nicht das nächste Mal erstmal wieder craften muss, weil die Structure Tier 1 sind nicht unbedingt teuer. Die kann ich einfach nochmal machen und die paar sind jetzt nicht das Problem. So, deswegen... Das war doof. Mensch, falsch. Ich will gerne eine Chest haben. So. Einmal eine Chest, dann machen wir das einfach mal hier drüben in die Ecke rein. Zack, 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 zack. Wunderbar. Und dann kann ich im Endeffekt anfangen, das Ding hier mal wegzubauen. Dann bauen wir es auch gleich in die Mitte, würde ich sagen. Wenn wir einmal dabei sind. Das heißt, wir bauen das Ding weg. Die Kiste noch. Und dann können wir das alles mal ein bisschen. So. Das wird hoffentlich dann ganz interessant. Ich muss noch die Kiste noch wegpacken hier. Die müssen wir dann auch mal ins ME-System irgendwie einpflegen. Dass wir das alles in dem E-System ballern. Aber erst einmal nicht. Erst einmal sind das Ressourcen, die wir nicht unbedingt brauchen. Und von daher sind mir erstmal egal. So. Ich weiß, diese Upgrades sind wahrscheinlich nicht unbedingt so interessant für euch jetzt. Aber ich habe ja schon mal gesagt gehabt, ich bin... Ja, wenn die Folge rauskommt, bin ich schon nicht mehr zu Hause erstmal. Für eine Weile, weil da nämlich erstmal Urlaub ist. Das heißt, ich muss ein bisschen vorproduzieren. Und weil es so warm ist, kommt ja eh in 2 Tagen nur eine Folge. Von daher, alles gut. So, okay, wo ist die Mitte vom Raum? Einmal hier und einmal hier, also hier. Okay, da nehme ich mir Cobblestone, dann kann ich nämlich den einen Tunnel dann beim Hochfliegen gleich wieder zubasteln. Ich nehme mal Stone. So. Dann kümmern wir uns schon mal drum, dass wir hier zum Bedrock runterkommen. Theoretisch, wenn wir einen Bedrock hätten, könnten wir auch einfach einen Bedrock drunter packen. Das ist dem Ding relativ egal. Also es kann auch einfach sein, dass ein Block drunter Bedrock ist. Das ist total egal. So, meine Sorge ist natürlich einfach nur, dass ich in Lava falle. Na, wir haben den Lavasee schon weg. Gut. Gut, achso, apropos, ich muss hier unten nochmal hier hoch dann, genau. So, bauen wir das nämlich schon mal zu.
Keine Sorge, ich sehe auch nichts. So. Hi. Alles klar, dann kann ich das nochmal hochzimmern gleich mit. Dann machen wir das nämlich auch nochmal zu. So. Und dann haben wir jetzt alles nämlich schon mal auf einer Ebene, wo dann praktisch das Zeug hin soll. Das soll ja hier praktisch in die Bodenebene rein. Also ein bisschen Alpwood muss dann noch weg. Aber dann upgraden wir das Ding praktisch erstmal hier als Boden. So. Was habe ich jetzt gesagt? Wie groß ist der Tier 3? Der Tier 3 sind 6 Blöcke hoch. Okay. Das heißt, ich baue mal das hier weg. So. 6 Blöcke. Alles klar. Top. Also 1, 2, 3, 4, 5. Und Nummer 6 ist dann der Void. Oh meiner, am Ende. Warum platziere ich den? Ich muss den erstmal upgraden. So, dann upgraden wir jetzt erstmal unser ganzes Zeug. So. Zack. Einmal noch 32 dazu. Flup. 56 davon. Dann brauche ich noch die Structure Panel. Ich brauche noch die Lens. Core. Genau. Und die Lens habe ich dabei, die Crystal. Genau. Gut. Modifier brauche ich noch. Die sollten mittlerweile fertig sein. Genau. Und die können wir auch noch upgraden, dass wir praktisch gleich ein paar schöne Modifier machen. Und zwar möchte ich nämlich gerne, das hatte ich ja schon mal erzählt, ich möchte gerne Accuracy Modifier erstmal machen und noch ein paar Speed Modifier vielleicht. Das heißt, wir machen erstmal Accuracy. Dafür brauche ich noch Mika, das habe ich in der Kiste. Moment. Da. Zack. So. Das Mika ist sogar so halb durchsichtig, das sieht cool aus. Ich kann aber nicht durchlaufen. Kann man auf jeden Fall sicher einen schönen Nebeleffekt mitbauen. So, wie viel von den Obsidian habe ich gemacht? 4, ne? Plate. Genau, für 4 habe ich vorbereitet. Töt. Zack. Flup. 4 Stück. Wunderbar. Refine Circuit kann ich nochmal ein paar machen. Und kann ich Gold Plate Dance machen? Nein, dann bringen wir ihm das noch schnell bei. Dass wir auch Dance. Kann ich das überhaupt? Ich habe nur einen Platz. Wunderbar. Dann nehmen wir einmal eine Goldplatte. Also beziehungsweise ich brauche ein paar Goldplatten. Bin doof. Zack. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. So. Einmal 9 genommen. Und hier rein. Und dann bringen wir ihm das mal schnell bei, dass wir praktisch noch die ganzen Dense Gold Plates machen können. Für unsere Speed-Upgrades, weil wir wollen ja gerne das Ding noch ein bisschen beschleunigen auch. So. Gut, das Ding ist fertig, das craft noch ein bisschen was. Ich brauche auch im Endeffekt 15 nochmal. Gold haben wir ja genug. So, dann können wir nämlich schon mal die nächsten Upgrades machen, dass wir dann Speed-Upgrades noch haben. Wir können natürlich auch Lack machen, dann kriegen wir natürlich mehr Erze raus. Aber das Problem ist, die Lack-Modifier brauchen Palladium. Und das kriegen wir erst mit Tier 3. Das heißt, für Tier 4 könnten wir dann Lack-Modifier theoretisch benutzen. Aber dann brauchen wir sie nicht mehr ganz so sehr. So, Modifier. Circuit. So. Und dann brauchen wir noch Dense Gold Plates. So, und davon fehlen mir noch ein paar. Gut, dann bauen wir ansonsten schon mal einen Rest auf. Geht das? Kann ich das machen? Achso, ich kann das Ding schon mal upgraden hier. Ups. Moment. Das kann ich wenigstens schon mal machen. Das Ding hier einmal upgraden. Flup. Nicht mit meiner Crystal Lens und meiner anderen Laser Lens. Der roten bitte. Zack. Und wir haben einen Void Ore Miner Controller Tier 3. 3. Hm. 3. Modifier. Zack. Ich möchte gerne Speed Modifier haben. So, wie sieht's aus? Haben wir die ganzen Platten? Fast. Es fehlt noch eine Platte. Na, ganz kurz warten. So. Und damit haben wir jetzt auch noch die 4 Speed Modifier. Das heißt, wir haben alle Modifier, die wir brauchen. Und das ist supi. Und dann bauen wir das Ding mal hier oben hin. So, jetzt muss ich nur gucken, weil das wird wahrscheinlich die ganze Fläche in Anspruch nehmen. Einmal also das Ding. Na, gucken wir mal.
Ich weiß nicht, inwiefern er es aufbaut. Replaced er auch Blöcke? Hier ist der Modifier. Hatte ich den Block nicht gesehen? Ah nee, das war dieses Loch, genau. So, weiter kann ich erstmal nicht machen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal gucken, wie wir das hier... im Endeffekt, das muss weg, das muss weg. Das muss weg. Oh, dann muss wahrscheinlich noch das hier weg. So ungefähr, vielleicht. Weiß nicht. Nee, noch das weg. So. Okay. Und ihr seht schon, es wird dann am Ende genau den ganzen Raum ausfüllen. So, dann muss noch das hier weg. So. Okay, gucken wir mal, ob das jetzt passt. Au, warum? Ich stehe die ganze Zeit still und mit einmal kriege ich einen Schlag. So, ist fertig? Nein. Hier fehlt noch was. Achso, hier ist ein Block im Weg. Hier ist auch noch einer im Weg. So. Sieht das halbwegs in Ordnung jetzt aus? Kurz gucken. Er hat den Modifier nicht so schön platziert, wie ich sie gerne hätte. Hier fehlen noch zwei. Zack, zack. Und ich platziere mal den Modifier hier selber. Kurz, weil der hat das so schön gemacht eigentlich. Bis auf jetzt die letzten beiden. Die hat er nicht gerade schön hinbekommen. So. Und dann machen wir die beiden selber hier. Aua! Ah, ich renne aber immer wieder in dieses Kabel rein. So. Assemble true. Wir brauchen 6233 F pro Tick. What the f... Okay. oh, okay, warte mal. Wir machen mal nochmal ein paar Modifier. Wegen Speed, dass wir das noch ein bisschen runternehmen können. Weil, hui. hui. Weil wir brauchen jetzt im Endeffekt, 38 Ticks pro Operation. Das heißt, das Ding sollte mir gleich hier oben, wenn ich das Ding theoretisch mit Strom versorgen würde, würde das mir Dinge produzieren, wie nichts gut ist. Habe ich denn noch eine Redstone Flagstack? Nein, ich mach mal kurz eine. Weil die hat nur 1000 erstmal. Das heißt, wir feuern das Ding nicht mit voller Power an. Und ich nehme mal kurz eine kleine Chest. Also eine Chest. Zack. Wir probieren das trotzdem mal. Weil wir müssen ja nicht den ganzen Strom reinpacken, glaube ich. Ich weiß es nicht. Flagstack. Ich weiß nicht, wie sich das Ding verhalten hatte. So. Hallo? Achso, ich kann nicht aufmachen, weil da oben drüber ein Block ist, natürlich. Ich hätte einen Crate nehmen sollen. Ich weiß halt nicht, wie das Ding arbeitet, weil wir haben 38 Ticks mal das. Wir können es mal... Können auch eine Cryo hinballern. Nee. Ist was Tester? Also, es kommt irgendwie nichts dazu. Das ist, was mich ein bisschen stutzig macht. Weil es sollte eigentlich wenigstens irgendwas dazukommen. Ich mach nochmal hier eine Signal- und Flagstack hin. Die hat nochmal ein bisschen mehr Power. Huch! Nein! Nicht! Die wollte ich nicht. Jetzt haben wir definitiv ein Erz bekommen. Okay, hier lassen wir das. Okay, das geht relativ schnell. Okay, wir machen trotzdem mal... Einfach mal testhalber, dass das Ding nicht... meinen kompletten Strom braucht. Wir kriegen einen Haufen Energize Netherrack gerade im Vergleich. zu den anderen Ärzten. Aber es ist ja alles Zufall. Modifier. Wir müssen jetzt, wie gesagt, erstmal ein bisschen gucken. Ich glaube, er hat sich bei einem was irgendwie verrannt. Machen wir mal kurz einen. Danke. So. Wir gucken mal, was wir jetzt haben. Also, nehmen wir mal einen Speed raus. Dann sind wir bei... nur 3000. Okay. Wir brauchen natürlich...
länger, aber 2000. Au, da. 1500. 112. Das sieht doch schon besser aus. Dann lassen wir es erstmal so. Und lassen nämlich die Modifier erstmal raus. So, und dann bin ich trotzdem mal so frei und packe hier ein Signalum hin, weil das Ding frisst ja nicht mal die Menge von einem Signalum. Aber ja, okay. So, dann brauche ich theoretisch dann die Enderling-Chest hier oben. Nein, nein! Lass mich bitte. So, einmal so und einmal gedreht, bitte. Ich will sie gerne. Nein, ich will sie gerne bitte auf die Seite. Danke. Ich weiß nicht warum, ich möchte, dass sie auf die Seite öffnen. So, dann machen wir mal kurz die Erze rein. So, dann kann ich die schon mal verarbeiten. Und ja. Okay. Gut, ich mache mal folgendes. Machen wir unten nochmal Eipfurt rein gleich, damit wir den Boden nochmal schön haben. Jetzt, wo wir es einmal so schön gebaut haben. So, jetzt müssen wir natürlich nochmal hier gucken, dass wir ein bisschen Licht in die Sache bringen. Ich mache das mal nicht da drauf. Ich mache das mal. Mach mal hier in die Ecken. Ich guck mal ganz kurz, wie wir es am effektivsten ausleuchten können. Ich das mal hier auf die Ecken packe. Haha! Ausgeleuchtet. Pack mal. Brauche ich oben was? Sieht mir nicht danach aus. Hier könnte ich was gebrauchen. So. Okay, gut. Wir haben auf jeden Fall, ich hoffe, die Crystal Lens bringt wirklich was. Ich habe jetzt gelesen, dass das die sein soll und dass es einfach nur nicht angezeigt wird. Weil wenn ich jetzt beispielsweise mal bei den bei Chironite gucke, Preferred sagt hier nichts im Endeffekt aus. Was so ein bisschen schade ist irgendwie. Und ich dachte zuerst, okay, vielleicht ist das irgendwie ein Bug. Aber dann habe ich gesehen, dass es standardmäßig anscheinend die Crystal sein soll. Das habe ich ja letzte Folge oder vorletzte schon erzählt gehabt. Aber aus irgendeinem Grund, ich habe das Gefühl, es bringt nicht so viel, wie ich es mir erhofft habe. Nun gut, so, wir verbrauchen natürlich jetzt hier 1000 F pro Tick. Ich muss jetzt mal gucken. Also 1500. Das heißt, wir kriegen jetzt ordentlich Erze ran. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wie das mit unserem Builder aussieht. Ich muss hier zum Porter. So, okay. Ich komme wieder komplett durcheinander mit allem, was ich hier tue. So, und zwar, wie weit wir hier sind. None of Power. Okay, wir downgraden mal den Strom, den er kriegt. Auf eine normale Signalum. Das ist jetzt doof mit den Kabeln, ne? Jetzt fehlt mir genau ein Kabel. Gut, das Styling Device muss ja theoretisch nicht. Stell ich die mal so. Ne? So, ist ja immer noch das gleiche. Sollte ja immer noch alles gelinkt sein. Dann kann ich nämlich das wegmachen. Zack. So, und dann kann ich mich hier einfach mal mit 2000 nur arbeiten. Und dann haben wir 2000 und auf der anderen Seite die 4000. Und das sollte hoffentlich nicht zu viel sein. Haben nämlich immer ein bisschen Angst, dass wir mehr Strom verbrauchen, als wir produzieren. Und dann hinten leer gehen. Der Vorteil ist natürlich, wenn der Reaktor leer gehen sollte, wir haben kein Problem. So, weil unser ME-System geht nicht aus. So, das Ding ist im Moment an. Okay. Nehmen wir zu. Wir nehmen langsam zu. Wunderbar. Okay, also wir produzieren immer noch mehr Strom, als wir verbrauchen. Zum Glück. Aber ich glaube, wir müssen. Also ich hab mir Folgendes überlegt. Wir werden den Reaktor nochmal ein bisschen größer bauen. Wir könnten natürlich auch den Reaktor mit Hilfe von einer Turbine natürlich noch wesentlich effektiver machen. Dann würden wir dann praktisch Steam generieren und dann aus dem Steam könnten wir dann eine Turbine betreiben und könnten natürlich damit wesentlich mehr Strom produzieren, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Da muss ich mich aber nochmal reinlesen und ich glaube, dafür brauchen wir noch ein bisschen was, ne? Extreme Reactors, genau. Wir brauchen dafür nämlich Turbine Housing. Dafür brauchen wir Osmium und Dense Titanium Plates, wohingegen wir für die
Reaktor-Casing nicht so viel brauchen, wie ihr seht. Ist ein bisschen schöner und diese Blades kosten auch eine ganze Menge. Ich bin am überlegen, warte mal, wir haben Bearing. Turbine Computer, Turbine Controller. Genau. Brauche ich auch nur ein Advanced Circuit. Also wir könnten es versuchen, muss ich mich aber nochmal einlesen, wie das funktioniert. Also ich kann noch nicht versprechen, wie schnell wir es machen. Solange wir mit dem Ding hier erstmal auskommen, ist es mir recht. Und solange wir natürlich mehr Uran, wir brauchen im Moment 0,01 Uran pro Minute. Und wir steigen mit unserem Uran im Moment an. Das heißt, ich könnte sogar die Effektivität runterschrauben, um mehr Strom zu generieren am Ende. Weil wir im Moment noch mehr Uran produzieren und bekommen. Halt vor allem auch, weil wir jetzt den Void Ore Miner noch dazu haben. Wo ich... Achso, hatte ich das eigentlich jemals gezeigt? Ich habe nämlich einen Fehler gemacht bei dem Builder. Ich habe den Builder, also unsere Query, ja geupgradet vom Platz. Und wie ihr seht, ich habe es total... In der Höhe habe ich mich absolut verrechnet. Das heißt, er hat praktisch hier unten alles abgefarmt, aber hat oben das stehen lassen. Das heißt, wir haben jetzt hier so ein riesen Höhlenkomplex-Ding, wo einfach nur er noch nicht fertig ist. Und jetzt meint er praktisch einfach nur hier oben das Zeug ab erstmal. Und wenn er dann fertig ist, dann werde ich den Builder hier werde ich wahrscheinlich erstmal einstellen. Dass wir den erstmal nicht mehr benutzen. Sondern stattdessen uns komplett dem Void Ore Miner widmen. Weil den Strom, den ich verbrauche, um den Builder zu betreiben, kann ich auch einfach direkt nutzen für einen Void Ore Miner. Da bekomme ich nur Erze, da bekomme ich nicht Stone und all sowas dazu. Was natürlich auch schön ist, aber auf der anderen Seite, nee. Ja. So. Wir haben übrigens, ich finde diese Anzeige immer noch so schön, also da bin ich echt froh. Das wird das werden, was ich mir wahrscheinlich immer mal machen werde. In Zukunft. Wir kommen im Moment 43,92 Stein pro Minute. Respekt. Wir speichern das ja nicht mal. Unser ganzer Stein wird im Moment gevoidet. Weil wir einfach nur voll sind. Wir haben fast eine halbe Million Steine. Dann brauche ich nicht da irgendwie noch was zu machen. So, okay, aber das funktioniert schon mal relativ gut. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt schon so ein Crystal mal bekommen? Wir haben Kyronite, wir haben Erodium, wir haben Litherite, aber wir haben kein Palladium. Ne, Palladium. Nicht Palladium, sondern Palladium. Mal gucken, kriegen wir dann als nächstes irgendwann mal. Ich hoffe, die Accuracy bringen auch wirklich was bei der Crystal Laser Lens. Ich habe keine Ahnung, ansonsten müsste ich vielleicht einfach einen Lackmodifier nehmen oder sowas. Also angeblich sollen sie praktisch die Wahrscheinlichkeit, dass man eine bestimmte Erze bekommt, natürlich dann erhöhen. Ist ja logisch. Genauigkeit, Accuracy. Aber ich bin dem noch nicht ganz so überzeugt. So, ich kann mal ganz kurz gucken. Warte mal, was sind denn die Dimensionen vom nächsten dann? Von Tier 4. Da sind wir dann schon auf 7 und danach kommen wir im Endeffekt nur noch 8. Aber die Breite bleibt ungefähr gleich. Das heißt, die geht um 1 hoch und dann noch um 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Im Moment 11 mal... Achso, ja, ist ja richtig. Von 11 geht's auf 13 dann hoch, stimmt. Das sind ja dann zwei Blöcke auf einmal. Ich dachte jetzt irgendwie, es überspringt zwei Blöcke und ich habe mich verrechnet. Nee, alles gut. So, dann können wir dann theoretisch 20 Modifier noch reinpacken. Wir brauchen dann 92 von den Tiers, von den Structure... Tiers, Frame Tiers und dann brauchen wir noch Structure Panel. Laser Lens brauchen wir gar nicht so viele, ehrlich gesagt. Und hier verbreitet sich dann einfach nur. Das heißt, erstmal dieses 11 mal 11 ist im Endeffekt in Ordnung und das wird jetzt erstmal nur minimal größer. Weil wenn er guckt, im Endeffekt die 56 bleiben jetzt bis zum nächsten Mal auch noch gleich. Danach gehen sie auf 72 und dann gehen sie erst auf 92. Also da können wir nochmal ein bisschen sammeln. So, ich hoffe, wie gesagt, das Ding arbeitet ordentlich. Wir müssen noch Stromversorgung müssen wir noch besser machen. Ich muss hier mal die Wand noch schön machen, dass wir hier irgendwie einen besseren Durchgang hinbekommen. Ich weiß immer noch nicht genau, wie ich das machen will. Wahrscheinlich werde ich das hier als einzigen Zugang lassen. Einzige Problem ist, was ich nicht bedacht habe, dieses Ding ist genau in der Mitte vom Eingang.
Das habe ich nicht durchdacht. Ja. Verdammt. Nein! Ich habe das total vergessen, dass ja die Dinger in der Mitte sind. Whoopsie. Gut, aber das ist keine Sache für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Ich werde mal hier ein bisschen... Theoretisch, das Zeug werde ich erstmal einfach so ins ME-System packen. Das brauche ich nicht unbedingt jetzt durch unsere Messstationen im Endeffekt leiten, weil es macht keinen Sinn für einen einmaligen Schub. Ja. Nun gut. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Und ja. Bis dahin noch... Ja. Keine Ahnung. Oh, das ist alles so, das wird alles so doof. Okay. Ciao.